Diese Hypnose wird dir zuverlässig dabei helfen, dass du genau das Gewicht erreichst, das du wirklich haben willst. Dass du genau das Gewicht abnimmst, das du abnehmen willst. Und dass du dich genau so ernährst, wie du dich ernähren willst. Denn du entscheidest, was du isst und du entscheidest, was du bist. Und diese Hypnose, die hilft dir dabei, dass du deinen eigentlichen, deinen ureigensten Willen auch tatsächlich mit Leben füllst. Und allein die Tatsache, dass du diese Hypnose geklickt hast, zeigt mir, dass es in dir einen Willen gibt, etwas zu verändern. Und diesen Willen, den wirst du jetzt nutzen können. Such dir jetzt einen Ort, wo du vollkommene Ruhe hast, wo du für die nächsten Minuten allein mit dir und mit deiner Konzentration bist. Es ist wunderschön, dass diese Zeit jetzt dir gehört. Alles andere verliert an Bedeutung. Alles andere wird blass, wie eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie. Und alle Farbe, alle Konzentration richtet sich jetzt ganz auf dich, auf dein Wohlbefinden und auf diesen Moment. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen oder du lässt sie auch offen, so wie du dich am wohlsten fühlst. Denn es geht nur um dich. Es geht um dein Wohlfühlen. Es geht um deinen Geist. Und es geht um deinen Körper. Und jetzt achte einmal auf deinen Atem, wie er ganz von alleine geht. Wie du einatmest und ausatmest. Einatmest und ausatmest. Es hat etwas sehr Beruhigendes, dass der Atem von alleine fließt, dass du mit allem versorgt wirst, was du wirklich fürs Leben brauchst, ohne etwas dafür tun zu müssen. Ich möchte dir jetzt eine Technik zeigen, die deinen Atem noch entspannter macht und die dich darauf vorbereitet, die wichtigen Dinge zu deiner Ernährung und zu deinem Körper heute in die Wege zu leiten. Ich möchte dir jetzt eine Technik zeigen, die dich und deinen Atem noch ruhiger macht und darauf vorbereitet, dass du gleich deinen Körper in den Abnehmmodus schaltest. Du wirst jetzt 4 Sekunden einatmen, die Luft 4 Sekunden anhalten, dann wirst du 4 Sekunden ausatmen, wieder 4 Sekunden die Luft anhalten und wieder 4 Sekunden einatmen. Das wiederholst du die ganze Zeit. Wir probieren es einmal zusammen. Du atmest, wenn ich gleich jetzt sage, 4 Sekunden ein. Jetzt. 1, 2, 3, 4. Jetzt hältst du die Luft 4 Sekunden an. 1, 2, 3, 4. Jetzt atmest du aus 4 Sekunden. 1, 2, 3, 4. Jetzt hältst du die Luft 4 Sekunden an. 1, 2, 3, 4. Und jetzt atmest du wieder 4 Sekunden ein. Zähl einfach einmal mit und mach das jetzt eine Weile lang und beobachte, wie sich mit deinem Atem dein Geist und deine Gedanken und dein ganzer Körper beruhigen. Jetzt geh einmal durch deinen Körper und lass es zu,
dass er sich immer mehr entspannt. Lass alles los, was du noch auf deinen Schultern trägst, und spüre, wie die Schultern mit deinem restlichen Körper zerfließen. Lass alles los, was dein Gesicht noch anspannt, die Stirn oder die Augen. Lass es los und spüre, wie deine Gesichtszüge ganz, ganz weich werden und mit dem restlichen Körper zerfließen. Achte auf deine Arme und deine Hände, wie sie immer schwerer und schwerer werden und wie sie sich auflösen durch diese Wärme und deinem restlichen Körper zerfließen. Und jetzt lenkt deine Konzentration in deinen Unterkörper, wie er immer, immer weicher wird und entspannter wird und wie er mit den Beinen und dem Bauch zerfließt. Und nun lenkt deine Konzentration noch auf deine Oberschenkel, deine Waden und deine Füße und deine Zehenspitzen und spür, wie sie immer, immer weicher werden, wie eine Welle der Wärme durch sie läuft und wie diese Welle der Wärme sie mit dem ganzen Körper und dem Untergrund und diesem ganzen Universum verbindet. Du bist verbunden mit allem. Und wenn du jetzt einen tiefen Atemzug nimmst, dann spürst du, wie die frische Luft in deine Stirn und deinen Kopf steigt, wie sie deinen Körper durchflutet und wie der Atem dich beim Ausatmen weich und warm verlässt. Wie dein Atem dich weich und warm mit allem um dich herum verbindet, mit dem Raum um dich herum verbindet, mit der Welt um dich herum verbindet und verbindet mit dem Himmel über dir. Jetzt hast du die Gelegenheit, dich um deinen Körper und deine Ernährung intensiv zu kümmern. Du musst gar nichts dazu beitragen, denn alles geschieht wie von alleine, wenn du deine Gedanken einfach nur ziehen lässt. Du betrittst jetzt einen wunderschönen Ort, eine blaue Grotte in der Südsee. Schau dir diese Grotte einmal an und atme ihren mehrigen, salzigen Geruch ein. Es ist ein wunderschöner Ort. Ein Ort, wo das Meer auf das Land trifft.
Und du siehst jetzt, dass eine Leiter hinab zum Wasser führt. Diese Leiter hat 7 Stufen und du willst unbedingt zum Wasser, denn du siehst da schon schnatternde Delfine und du riechst den wunderbaren Geruch des Wassers, die Algen und den Wind und die Freiheit. Und mit jeder der 7 Sprossen, die du gleich abwärts steigen wirst, mit jeder dieser 7 Sprossen wirst du noch entspannter und lockerer und freier in deinem Kopf. Nutze jetzt diese Leiter und steige die erste Sprosse abwärts und spüre, wie dein Atem noch ruhiger und sanfter und mit der ganzen Welt verbundener wird. Steige die zweite Sprosse hinab und achte genau darauf, wie du dich noch wohler und noch behüteter in deinem Körper fühlst. Steige jetzt die dritte Stufe hinab und achte darauf, wie viel Freude und Energie durch deinen Kopf fließt. Steige jetzt die vierte Sprosse hinab und achte darauf, wie entspannt und locker und leicht und frei dein Körper geworden ist. Und jetzt darfst du die fünfte Sprosse nehmen. Und während du eine Sprosse tiefer gehst, spürst du, dass deine Gedanken auch immer tiefer gehen, als würde sie einen Strudel nach unten ziehen in eine herrliche, in eine angenehme Tiefe. Und jetzt gehst du die sechste Sprosse und du merkst, dass du auf einer tieferen Bewusstseinsebene ankommst, eine Ebene, wo du deinem wahren Ich begegnest. Und jetzt gehst du noch die siebte Sprosse abwärts und vielleicht merkst du schon, wie dich ein ganz angenehmer Schwindel erfasst, wie der Schwindel eines Strudels, der sich dreht und wie du ankommst bei dem, der du wirklich bist, bei dem, der viel mehr zählt als ein Körper und als ein Gesicht, wie du ankommst bei deiner Seele. Und weil du jetzt so entspannt bist und so ganz bei dir bist, bist du aufnahmebereit für alles, was deinen Körper und deine Ernährung betrifft? Denk die folgenden Sätze, die ich spreche, jetzt einfach einmal mit und spüre tief innen, wie wahr diese Sätze sind und dass du sie auch in deinem Leben wahr machen wirst. Ich habe Hunger, wie alle Menschen Hunger haben. Ich habe Hunger nach der Liebe anderer Menschen. Ich habe Hunger nach dem Erfolg. Ich habe Hunger nach der Anerkennung. Und ich habe auch Hunger nach Nahrungsmitteln. Dieser Hunger ist nicht gut oder schlecht. Dieser Hunger ist einfach da. Hier bin ich und ich habe alles, was ich brauche. Und dort ist mein Hunger
der noch etwas haben will. Ich bin jemand anders als mein Hunger. Und mein Hunger ist jemand anders als ich. Und jetzt gelingt es mir, diesen Hunger aus der Distanz zu betrachten. Und ich habe großes Verständnis für ihn. Denn der Hunger ist dazu da, dass er sich selbst befriedigt. Der Hunger nach Erfolg wird immer zum Erfolg streben. Der Hunger nach Liebe wird immer zur Liebe streben. Und der Hunger nach Nahrungsmitteln wird immer zu den Nahrungsmitteln streben. Doch ich kann meinen Hunger lenken. Und ich kann bestimmen, welchen Preis ich für meinen Hunger zu zahlen bereit bin. Und wenn der Erfolg so viel kostet, dass meine Gesundheit auf der Strecke bleibt, dann ist der Erfolg zu teuer, dann werde ich auf ihn verzichten. Und wenn die Liebe so viel kostet, dass meine Seele dabei auf der Strecke bleibt, dann ist die Liebe zu teuer und dann werde ich auf sie verzichten. Und wenn der Hunger nach Lebensmitteln so groß ist, dass er mich meine körperliche und seelische Gesundheit kostet, dann ist der Preis dafür zu hoch und dann werde ich auf ihn verzichten. Denn wahr ist, dass der Hunger nicht mich hat, sondern ich habe den Hunger. Und ich merke jetzt, dass meine alten Essgewohnheiten sich allmählich aufzulösen beginnen, wie sich das Wasser auflöst, wenn das Meer es an einen Felsen spült. Und wenn es zur Gischt wird und vom Wind mitgenommen wird, so lösen sich meine alten Essgewohnheiten gerade jetzt in diesem Moment auf. Sie lösen sich auf, weil ich eigens an diesen Ort gekommen bin, um sie aufzulösen. Denn nicht der Hunger hat mich, sondern ich habe den Hunger in der Hand und ich kann ihn so steuern, dass er mir dient und mir nie mehr schadet. Ich spüre, wie ein neues Bewusstsein fürs Essen in meinen Kopf steigt. Ich spüre, was für ein Gewinn es sein wird, wenn ich mein Essverhalten steuere. Ich spüre, wie schön es sein wird, wenn ich nicht nur beim, sondern auch nach dem Essen ein wunderbares Gefühl habe. Ich merke, wie wenig mein Körper brauchen wird, um wirklich satt zu werden. Denn alles, was ich für mein Wohlergehen brauche, das habe ich schon in mir. Ich übernehme die Verantwortung für das, was ich esse. Und ich übernehme die Verantwortung für meinen Körper.
Ich bin mein eigener Leibwächter und ich bestimme, was meinen Körper betritt und was nicht. Und weil ich ein guter Leibwächter bin, nehme ich nur das zu mir, was meinem Körper und meiner Gesundheit dient. Ich merke, wie sich eine große Entschlossenheit in meinem Kopf formt. Ich merke, dass mein Leibwächter mich den ganzen Tag und die ganze Nacht begleiten und beschützen wird. Ich merke, dass dieser Leibwächter still und klug seinen Job tun wird, dass er dafür sorgt, dass ich Appetit auf das habe, was mir wirklich dient, und all das links liegen lasse, was mir nicht dient. Und ich spüre, dass ich innerlich so erfüllt bin von mir, erfüllt von meinem Leben, erfüllt von meinen Möglichkeiten, dass ich nie wieder Fülle durch Nahrungsmittel brauchen werde. Ich spüre, dass es sich mit Nahrungsmitteln wie mit allem im Leben verhält, dass der Wert aus der Seltenheit entsteht. Alles, was ich zu oft und zu gierig esse, all das verliert sofort seinen Wert. Und darum wird mein innerer Leibwächter dafür sorgen, dass ich solche Nahrungsmittel, wenn ich sie zu mir nehme, nur noch in kleiner Dosis und sehr bewusst und genussvoll zu mir nehme. Denn ich kann mir selbst vertrauen, ich habe Selbstvertrauen. Ich kann mir selbst vertrauen, dass ich bei meiner Ernährung die richtigen Entscheidungen fälle. Ich kaufe nur noch die Sachen, die mir und meinem Körper dienen. Ich umgebe mich mit Nahrungsmitteln, die ich, wenn ich sie gegessen habe, immer noch gut finde und gern gegessen habe. Und all das verschafft mir die Gewissheit, dass ich so viel abnehmen kann, wie ich abnehmen will. Mein Gewicht liegt allein in meiner Hand. Und wenn ich es schaffe, mein Gewicht zu erhöhen, dann schaffe ich es genauso, mein Gewicht zu senken. Es ist so, als würde ich denselben Weg gehen, nur in die umgekehrte Richtung. Ich habe bewiesen, dass ich gut darin bin, mein Gewicht zu verändern. Ich habe bewiesen, dass meine Ernährungsentscheidungen meinen Körper beeinflussen. Und diese Stärke, dass ich mein Gewicht steuern kann, diese Stärke werde ich nun zu meinem Vorteil nutzen. Mein Unbewusstes wird ab jetzt dafür sorgen, dass ich nur noch das esse, was mein Gewicht in die gewünschte Richtung lenkt. Mein Unbewusstes wird mir aufzeigen, wie wunderbar es ist, sich gesund zu ernähren. Und ich werde spüren bei jeder Mahlzeit,
wie sehr mein Körper und mein Geist von dieser Art der Ernährung profitieren. Ich werde spüren bei jeder Mahlzeit, dass mein Leben reicher und schöner wird. Und mit jedem Tag, da ich mich so bewusst ernähre, wird es mir leichter fallen. Mit jedem Tag, den ich mich so bewusst ernähre, wird es mir leichter fallen. Mit jedem Tag, den ich mich so bewusst ernähre, wird es für mich zur Selbstverständlichkeit, es weiterzutun. Ich würde es sehr vermissen, wenn ich mich nicht mehr so gesund ernähren könnte. Ich würde es sehr vermissen, wenn ich mein Gewicht nicht mehr in die gewünschte Richtung beeinflussen könnte. Es ist ein großes Geschenk für mich, dass ich jetzt die Chance bekomme, mein Gewicht dorthin zu entwickeln, wo ich es gerne haben möchte. Denn das Gewicht, das ich auf dieser Welt einnehme, dieses Gewicht kann ich selbst bestimmen. Mein Körper folgt meinen Gedanken. Meine Ernährung folgt meinen Gedanken. Alles, was in meiner Welt geschieht, folgt meinen Gedanken. Und jetzt siehst du in der Grotte vor dir das Meer glitzern. Das Meer, das sich in die Grotte vorgewagt hat. Es ist so blau und so schimmernd. Es ist so herrlich rein, dass du meinst, es würde deine Seele waschen. Es würde alles abwaschen, was in deinem Leben war, und dir die Chance geben, ab heute mit dem anzufangen, was dir wirklich wichtig ist. Und jetzt kannst du dein eigenes Spiegelbild in diesem Meeresspiegel betrachten. Und du wirst, wenn du genau hinschaust, jenen Körper sehen, den du bald haben wirst. Schau jetzt genau ins Wasser dieses Meeres und sieh dort den Körper gespiegelt, den du bald haben wirst. Und erfreu dich an diesem Anblick, denn das, was du da siehst, das bist du und das ist das Ergebnis deiner Gedanken. Und jetzt darfst du dir einmal vorstellen, wie dir das Leben im wahrsten Sinne leichter fallen wird, wenn du um so vieles leichter geworden bist. Jetzt darfst du dir vorstellen, welche Lasten von dir abfallen und wie federnd und wie schwerelos und wie glücklich du durch dein Leben gehen wirst. Und all das wird eintreten, weil nur du bestimmst, wer du bist, und weil nur du bestimmst,
was du isst. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wenn du diese Hypnose beim Einschlafen hörst. Dann wirst du feststellen, dass meine Stimme jetzt immer leiser und leiser wird und dass sie dich in keiner Weise mehr berührt, dass du einfach in deinen Schlaf gleiten kannst. Und du gleitest in deinen Schlaf mit dem Gedanken an die gesunde Ernährung, die vor dir liegt. Und an die Leichtigkeit des Seins, die dich erwartet. Und wenn du zurück in deinen Tag willst, dann wirst du jetzt die 7 Sprossen der Leiter in dieser herrlichen blauen Grotte wieder nach oben steigen. Nimm jetzt die erste Sprosse und spüre dabei deine Fußsohle. Nimm die zweite Sprosse und spüre dabei deine Hände weiter oben auf der Leiter. Nimm die dritte Sprosse und denk an das, was du getan hast, bevor du hier runtergestiegen bist. Nimm die vierte Sprosse und höre wieder Geräusche der Welt um dich herum. Nimm die 5. Sprosse und denk an das, was in deinem Leben gleich anliegt. Nimm die 6. Sprosse und beiß dir ein wenig auf die Lippe, damit du den leichten Schmerz spürst. Und jetzt nimm die 7. Sprosse und jetzt öffne deine Augen. Und jetzt komm wieder ganz in der Gegenwart und ganz in diesem Raum an, in dem guten Gefühl an, dass deine Ernährung ab sofort, ab heute anders laufen wird. Du hast nämlich diesen wunderbaren inneren Leibwächter, der dich immer begleiten und der gut auf dich Acht geben wird. Und wenn du magst, dass ich dich 365 Tage im Jahr auch begleite, und zwar jeden Morgen durch einen wertvollen Impuls und eine kleine Aufgabe, die dein Selbstbewusstsein stärken, die dich zur Zielerreichung bringen, auch beim Abnehmen, dann kannst du jetzt auf mein kostenloses Seminar das 3-Minuten-Geheimnis klicken. Das Seminar ist für kurze Zeit kostenlos und dort erfährst du alles über die 3-Minuten-Methode, wie du mit nur 3 Minuten am Tag dein Leben veränderst und wie dir meine 365-Tage-Challenge dabei helfen kann. Klick jetzt gerne darauf. Ich freue mich, dich in der Challenge zu sehen. Und hör diese Meditation jetzt regelmäßig an. Hör sie dir 30 Tage nacheinander an. Und du wirst an deinem Körper merken, wie gut es dir geht und wie leicht dir das Abnehmen fällt.